Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Verben mit fahren. Fahren bedeutet sich vorzubewegen. Jedoch fahren kann sehr variabel sein und mit wenigen Buchstaben bzw. Vorsilben ein ganz anderes Wort verwandelt. Also hier gebe ich dir die Reihe von 18 Verben mit fahren. Fangen wir sofort an. Zuerst anfahren. Das ist ein trennbares Verb. Also eine Person oder Sache verletzen bzw. beschädigen. Zum Beispiel, der Mann fuhr den Zaun an. 2. Befahren. Bedeutet auf einer Straße oder einem Weg fahren. Zum Beispiel, die Straße ist gesperrt, sie ist nicht befahrbar. Das dritte Verb, umfahren. Auch ein trennbares Verb. Fahren um etwas oder etwas vermeiden. Zum Beispiel, um den Park fahren ist die beste Lösung. Also etwas umfahren. Oder wir können den Sturm umfahren. Bedeutung vermeiden. 4. Verfahren. Bedeutet etwa falsch fahren, also sich irren mit dem Fahrzeug. Zum Beispiel, ohne Fahrzeug wäre das Äquivalent sich verfahren. 5. Weiterfahren. Auch ein trennbares Verb. Bedeutet einfach nicht stoppen, also, sondern die Fahrt fortsetzen. Zum Beispiel bei Anhaltern fahren sie weiter. Also sie haben bei Anhaltern nicht gestoppt. 6. Zurückfahren. Trennbares Verb. Also bedeutet einfach den Weg wieder zurückfahren. Zum Beispiel, ich habe mein Handy vergessen. Fahre zurück. 7. Vorfahren. Auch ein trennbares Verb. Etwas vorher fahren und dadurch einen Vorsprung machen. Zum Beispiel, ich fahre schon mal vor und wir sehen uns dort. 8. Vorbeifahren. Auch ein trennbares Verb. Bei einem Mord halten oder vorbeifahren, der sowieso auf dem Weg liegt. Zum Beispiel, wir fahren bei der Tankstelle vorbei. Ich muss noch tanken. 9. Mitfahren. Auch ein trennbares Verb. Also jemand fährt und eine andere Person kommt mit und fahrt mit. Zum Beispiel, der letzte U-Bahn ist weg. Kann ich mit euch mitfahren? 10. Abfahren. Auch ein trennbares Verb. Also das Fahrzeug beginnt in diesem Moment eine Fahrt. Zum Beispiel, der Zug fährt um 11.28 Uhr ab. 11. Auffahren. Auch ein trennbares Verb. Auf etwas aufprallen. Also es gibt einen Kontakt mit einem anderen Gegenstand. Und zum Beispiel bei meinem ersten Unfall ist mir ein VW aufgefahren. 12. Ausfahren. Auch ein trennbares Verb. Etwas weiter wegfahren, also einen Ausflug mit dem Auto machen. Zum Beispiel, am Sonntag ist gutes Wetter, da fahren wir aus. 13. Durchfahren, auch ein trennbares Verb. Fahren etwas durch, also durchkreuzen. Zum Beispiel, in der Nacht durchfährt der Reisebus die Alpen. 14. Überfahren. Nochmal trennbares Verb. Ein Mensch oder ein Tier töten, indem man darüber fährt. Zum Beispiel, der Nachbar hat seine Katze überfahren. 15. Einfahren. Auch ein trennbares Verb. In etwas reinfahren. Zum Beispiel, der Zug fährt aus Gleis 23 ein. 16. Losfahren. Ein trennbares Verb und bedeutet eine Fahrt beginnen. Um 21.10 Uhr fährt der Reisebus pünktlich los. 17. Hinfahren, auch trennbares Verb, zu einem Ort hinfahren. Zum Beispiel, fahr hin und hol die Kinder jetzt ab, sie sind krank. Und endlich 18. Fortfahren, trennbares Verb. Fortfahren bedeutet weitermachen. Zum Beispiel, fahren Sie bitte mit Ihren Erläuterungen fort. Also machen Sie damit weiter. Hoffentlich war das hilfreich für dich. Dann bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.